Mein Name ist Ralf Eisele vom Institut für Gesundheit und Ergonomie. Wir beschäftigen uns schon seit fast 30 Jahren mit dem Thema gesundes Arbeiten. Wie kann man Leute dazu bringen, gesünder zu arbeiten? Wie kann man die richtigen Produkte einsetzen? Wie findet man die richtigen Produkte, um in dem Zusammenhang auch für sich was Gutes zu tun? Und Ergonomie denkt ja immer die Gesetzmäßigkeit der menschlichen Arbeit. Wie kann ich sie besser gestalten? Für uns ist es aber wichtig, dass wir sagen, die Produkte sollen dem Menschen dienen. Es soll sich nicht der Mensch dem Produkt anpassen, nicht der ergonomischen Lösung anpassen, sondern die Ergonomie dem Menschen. Und ich will es auch jetzt in dem Zusammenhang kurz machen. Auf jeden Fall, wenn man sich mit Ergonomie beschäftigt, geht man ja auch aus der Arbeitswelt raus. Man beschäftigt sich ja mit allem, was gesund ist. Man beschäftigt sich unter anderem mit gutem Schlaf, mit Ermunterung zu guter Bewegung. Bewegung ist alles. Wir wollen nicht im Statischen verharren. Das sieht man in der Bürowelt, wo man sich seit Jahren schon das Thema höhenverstellbare Arbeitsplätze durchgesetzt haben. Das sehen wir an anderer Stelle im Schlafbereich, wobei wir auch immer sagen, ein gesunder Schlaf ist die Voraussetzung, um überhaupt gesund arbeiten zu können. Ja? Wenn man sich das mal überlegt, wenn ich müde und belastet in die Arbeit gehe, dann nützt mir der beste ergonomische Arbeitsplatz nichts, wenn ich eben vorher nicht gut geschlafen habe. Und wir haben uns dann über die Jahre überlegt und es sind mit der Idee schwanger gegangen, gute ergonomische Lösungen und auch ergonomisch ausgerichtete Unternehmen ausfindig zu machen, zu gucken, was die so machen und das auch entsprechend zu prämieren. Und wir haben ja schon seit Jahren, kennen wir, also durch persönliche Kontakte und auch so, weil sich die Möbelmacher ja in der Region auch sehr gut bekannt gemacht haben, pflegen wir Kontakt zu den Möbelmachern. Wir haben uns die Möbelmacher dann in dem Zusammenhang, was das Thema Ergonomie anlangt, auch sehr genau angeschaut und haben dann ja schon jetzt zum fünften Mal den Innovationspreis Ergonomie ausgeschrieben. Die Möbelmacher hatten wir auf dem Schirm. Wir haben auch eine Bewerbung bekommen, als wir das öffentlich gemacht haben, dass wir Unternehmen für vorbildliche ergonomische Lösungen prämieren möchten. Und dann ist es uns doch relativ leicht gefallen, den Möbelmachern den Innovationspreis Ergonomie auch zu verleihen. Das freuen wir uns sehr drüber. Und was wir eben toll finden, dass das ganzheitlich gedacht wird, zum Beispiel die höhenverstellbare Küche, der höhenverstellbare Arbeitsplatz, die haben immer sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auch beschäftigt. Nachhaltigkeit, was für uns auch wichtig ist, weil der erweiterte Ergonomiebegriff heißt auch allgemein, sich der Gesundheit der Menschen verpflichtet zu fühlen. Und da kommen wir gleich ins Thema Regionalität, Nachhaltigkeit. Und ich glaube, wer die Möbelmacher kennt, die stehen für diese Werte. Und aus diesem Grund freuen wir uns in dem Zusammenhang eben dieses Jahr in dem Segment als vorbildliches ergonomisches Unternehmen, das auch das Thema Ergonomie nach innen lebt, also nicht nur ergonomische Produkte verkauft, sondern diese auch selber propagiert und aus einer inneren Überzeugung nach außen trägt. Aus diesem Grund freuen wir uns, Ihnen diesen Preis verleihen zu dürfen. Ute, man hat mir gesagt, und es freut mich persönlich, dir den Preis überreichen zu dürfen. Der ist hier schön verpackt. Und natürlich ist es, glaube ich, eine der wenigen Produkte aus Holz, die nicht aus Unterkrumbach stammen. Ist aber auch nachhaltig produziert bei einer Werkstatt für Menschen mit Handicap. Und wir hatten nämlich früher, das ist auch unsere Evolution, hatten wir einen Preis aus Plexiglas, der stammte aus Österreich, der war sehr schön gefertigt. Aber wir haben uns überlegt, wenn ich schon vom Thema Nachhaltigkeit spreche, dann sollte sich das auch in der Trophäe zeigen. Und jetzt würde ich mal mir das Wortspiel erlauben, ich trage jetzt Eulen nach Athen, indem ich den Buchepreis verleihe und im Namen des Instituts für Gesundheit und Ergonomie. Ute, herzlichen Glückwunsch.
Also es steht einfach ein starkes Team hinter uns, die das alles herstellen und machen. Und damit dieses starke Team funktioniert und jeden Tag wirklich gut arbeiten kann, da helfen natürlich auch nach, dass die auch wirklich gesund schlafen, dass sie sich ordentlich ernähren. Das sind eigentlich so die Hauptpunkte auch, die dazu gehören, wo ich dann halt im Hintergrund, und ich komme ja ursprünglich, also ich bin ja auch kein Schreiner, ich bin ja bei uns für diese ergonomischen Themen da, und ich stehe auch dahinter, dass ich halt mit der Mannschaft immer wieder mal Rückenschule mache und dass wir dementsprechend die Arbeitsplätze auch. Und ja, so habe ich auch so eine kleine Funktion da. Und deswegen darf ich das jetzt haben. Dankeschön. Ja, ja, immer. Freut mich. Dann hoffe ich, dass der an prominenter Stelle zu sehen ist bei euch im Haus. Ja, bei uns sind macht alle. Macht so weiter, auch mit der gesunden Dankeschön. Ernährung. Dankeschön. Durfte ich jetzt auch teilhaben an der gesunden Ernährung. Ich glaube, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Das hoffe ich auch, ja. Auch ein gutes Tröpfchen ist nicht zu verachten, muss ich sagen. Ja, weil die Franka macht auch ein guter Wein. Ja, bin ja schon seit 30 Jahren, also quasi schon eingemeindeter Franke. Und man hat schon in Stuttgart zu mir gesagt, ich hätte einen fränkischen Akzent. Das freut die Franken, mich auch, freut auch meine Frau. Und insofern, mir gefällt es gut bei euch und ich bleibe hier. Sehr schön. Und jetzt muss ich auch noch wieder natürlich gleich mich einschalten. Also trinkt gerne Wein, aber bitte nicht direkt vorm Schlafen gehen. Dann könnt ihr nämlich nicht so gut schlafen. So ist es. Den Rat ignoriere ich täglich. Aber ich sage jetzt nichts. Also vielen herzlichen Dank. Ja, ich danke. Und noch einen guten Tag allen. Ich bin jetzt ganz des Stolzes voll hier halt. Ne? Hat schon jeder gesehen. So. Und da gibt es tolle Möbel zum Kaufen. Einen schönen Tag noch. Danke. Wer mag ein Stückchen Sekko? Wer mag Sekko?